Ein Gedicht von Christian Teissl zum heutigen Karfreitag. Lange ähnelte ich einem Haus, in das niemand eintreten konnte. Alle Schlüssel waren verloren gegangen, alle Türschlösser waren zerbrochen und alle Fenster vermauert. Eines Tages, als längst niemand mehr den Versuch unternahm, mich aufzuschließen und in mir Wohnung zu nehmen, befreite sich meine rechte Hand und berührte langsam, unendlich langsam meine Stirn, meine Brust, meine Schultern. So öffnete ich mich zum ersten Mal seit vielen Jahren mit allen meinen Gedanken, allen Fasern meines Leibes bereit, Licht, Wort und Brot zu empfangen. Und so schloss ich mich nach einer Weile langsam und mit Bedacht wieder ab.